Das ist unser Hund, die Lilly. Sie ist ein Australian Kelpie Mischling und das Problem ist, wir sind umgezogen vor 2,5 Monaten und die Lilly hat sich eigentlich noch immer nicht wirklich dran gewohnt. Ja, das heißt, wenn jetzt irgendein Nachbar läutet bei der Haustür oder der Briefträger kommt vorbei, dann verbellt sie den sofort und ist halt irrsinnig aggressiv und nervös. Das heißt, sie weiß nicht, wo ist jetzt wirklich ihr Platz oder so und hat sich einfach an das noch nicht gewöhnen können. Die Familie Huber aus Linz hat mich kontaktiert. Ihr Hund macht sichtlich Stress, seitdem sie in ihr neues Haus eingezogen sind. Warum das so ist und woran das liegt, das sehen wir uns jetzt genauer an. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Sascha, hey. Du hast Probleme mit deinem Hund? Genau, ja. Verbellter Nachbarn, genau. Dein Briefträger, alles was so dazugehört ins volle Programm. Ja. Genau. Das kommt davon, wenn man den Hund vorher nicht mit einbindet in den Einzug. Ich sage immer, es ist sehr wichtig, wenn man sich ein neues Haus, eine neue Wohnung nimmt, bereits vor dem Einzug auch schon mit dem Hund hier reinkommt und den Hund auch zeigt, dass es dein Reich ist. Nicht den Hund glauben lassen, er ist jetzt für dich hier verantwortlich in diesem neuen Territorium, das kommt sehr stark zur Unsicherheit. Weis ihm seinen fixen Platz zu, sodass er weiß, er wird von dir kontrolliert. Das vermittelt den Hund auch Sicherheit und Ruhe. Okay. Besonders wichtig ist auch, dass du deine Nerven gut im Griff hast, wenn es läutet an der Tür, nicht hektischer werden als der Hund. Da. Denn das gibt dem Hund jeglichen Grund, noch hektischer zu werden und somit werden Schabellen des Briefträgers oder der Nachbarn noch verstärkt. Geh mit ihm ruhig mit der Leine durch den Garten, mach X-Sitz- und Platzübungen im Garten, sodass er auch sieht, er wird von dir kontrolliert. Und herinnen nicht immer frei herumlaufen lassen, auch gewisse Territorien beanspruchen. Das gibt dem Hund Sicherheit und somit wird er auch wesentlich ruhiger.